Mahlzeit, liebe Fußballfreunde, ich bin's, euer Proxy. Ich melde mich zu einem Sportstudio, weil unser kommender Gegner darum gebeten hat. Es ist der SV Weser Bremen, wir spielen in Auma, das heißt, ich melde mich heute frisch vom Acker in Auma. Wir gucken jetzt nochmal kurz die Tabelle an. Eigentlich dasselbe Bit wie immer. Diesmal zieht Game for One vor Fun einsame Winde. Schland schlaucht ein bisschen. Wir auch, Acker Oma dafür, ist Schland 2 hier. Ja, mit gut dabei. Wir gucken uns ganz schnell den Gegner an. Die sind, glaube ich, frisch aufgestiegen. Cool Pommes ist der Kapitän, der hat sich, wie gesagt, bei mir gemeldet. Dann gibt es dennoch Verdi, Inisha und, ja, ich denke, das waren die Leute, die ja, relativ stark sind. Aber mal gucken, wie das Team als Ganzes funktioniert. Das ist ja immer das Wichtigste. Brrr. Ansonsten bei uns gibt es eigentlich nichts Neues zu berichten. Wir sind die alte kaputte Truppe wie eh und je. Und da geht's auch schon los. JJ Okocha macht den Anstoß für SV Weser Bremen. Und da werde ich schon das erste Mal übertribbelt. Oh, Verdi kann den Ball erstaunlich lang halten. Mal gucken, was er draus macht. Aber da ist schon Regenwurm und kann den Ball abfangen und schlägt ihn nach vorne. El Pulpo hat den Ball. Da war einer, der sah genauso aus wie ich, hatte nur hellere Hautfarbe. Martin 1986 hat den Ball abgefangen, schlägt ihn weit nach vorne. Jupido hat den Ball aufgenommen, aber da war schon der Kapitän von Weser Bremen. Kühlpommes und hat ihn nach vorne gehauen. Und da bin ich und haut den Gegner um und das gibt schon mal direkt Foul. Und noch ein Foul von El Pulpo hinterher, aber die Flanke war nichts gewesen. Verdi trägt den Ball nach vorne. 20 Minuten sind gespielt. Jetzt könnte es langsam knapp werden, aber Regenwurm mit einem bösen Foul, aber nicht geahndet. Die Flanke war schwach. Falder mit dem Ball, aber Regenwurm konnte klären. Sollte mal einen flachen Ball spielen und nicht immer die hohen Bälle. Denn damit hat man mehr Erfolg bekanntlicherweise. Und da war auch schon der erste angekommene Pass, aber sofort wieder abgefangen. Martin 1986 hat den Ball für uns erobert. Und da ist Wuck, unser Kapitän, das erste Mal im Ball. Legt, glaube ich, auf für Jupidu und da hat er schon den Ball. Böses Foul. Und was passiert jetzt? Schöne Flanke von Jupidu. Wuck ist am Bauen. Tor in der 36. Spielminute durch Wuck. Schöne Flanke von Jupidu und Wuck verwandelt eiskalt. Jamie Fraser hat die Flanke abgefangen. Vom Mittelfeldspieler des von SV Weser Bremen. Hasfratz ist am Ball, trägt ihn weit nach vorne, sofort ist Halbzeit, kommt der Angriff nochmal durch, nein, ich glaube nicht, Wuck ist am Ball, sollte schießen, mach es doch, und tatsächlich, Larry Lex lässt so lang weiterlaufen und es steht 2:0, 4 Minuten Nachspielzeit, das habe ich glaube ich noch nie erlebt hier bei Kickerstar, aber mich stört es nicht, kann man mal so sagen, und es geht weiter, El Pulpo ist leicht am Schwitzen, sollte deswegen den Ball lieber abgeben, bevor er noch mehr Kondition verliert. Aber er dribbelt einfach durch. Macht er denn den Abschluss? Nein, er spielt lieber vorsichtshalber ab auf einen Stürmer. Jupido ist am Ball und ganz ehrlich, liebe Sportsfreunde, das hätte El Pulpo auch geschafft. Wenn man das mal so anmerken darf. Und Wuck wieder am Ball. Entschuldigung, hat den Abschluss abgefangen, zieht sofort ab, Tor, da ist der Trick, in der 60. Spielminute macht Wuck ist perfekt, aber ich glaube, es gibt kein Spiel, wo er keinen im Hattrick macht, oh, meine Kondition, uiuiui, ui, ui. Mene, mene, und Wuck ist schon wieder am Ball, Mann, der Typ, der ackert und der rennt, ey, das ist nicht mehr feierlich, oh, an diese Flanke kommt Wuck diesmal nicht ran, schade, Juppi. Happy Kürbis, schöner Name. Jupido mit einem Foul, aber Larry Lex ahndet es nicht. Und Wuck ist wieder am Ball, verliert aber den Ball kurz vor den Strafraum. Kann ja nicht alles klappen und Martin wieder mit einem Foul. Ich muss sagen, das Spiel ist ziemlich ruppig. Also, ja, hier wird nicht mit ja, weichen Bandagen gespielt, sage ich jetzt einfach mal. El Pulpo verliert den Ball kurz vorm Strafraum. Und da ist Martin 1986. Und mal schauen, was draus wird. Juppi dribbelt los. Ah, wird böse gefoult, aber der Schiedsrichter ahnt es nicht. Ich hab nochmal den Ball aufgegabelt. Aber ich denke, das Spiel ist jetzt aus. 3 Minuten sind auch genug Nachspielzeit. Ein schönes, deutliches Ergebnis.
Ballbesitz spricht, glaube ich, auch Bände. Und ansonsten wuckt wieder Spieler des Spiels. Und wir gucken ganz schnell auf die Tabelle. Ja. Oh, Stars at Home hat, glaube ich, geschlampt. So ist hier das Gespann wieder gleichgezogen. Game for Fun zieht weiter ihre einsamen Bahn. Aber ja, die Leute sind einfach nicht aufzuhalten. Keine Ahnung, was die machen, aber die sind auch einfach unglaublich stark. Muss man nun mal neidlos anerkennen. Aber irgendwann kommen wir da auch hin. So viel sei gesagt. Ja. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß dran. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.